Interessieren Sie sich für Museumseisenbahnen? Dann besuchen Sie doch mal den Pollo in der Prignitz in Brandenburg. Damals existierte hier ein sehr großes Eisenbahnnetz. Zu Zeiten der DDR wurden aber leider viele Bahnlinien zurückgebaut. Aber nach der Wende fanden sich Eisenbahnenthusiasten zusammen und bauten eine 9 Kilometer lange Strecke wieder auf. In diesem Film packe ich mal alle Bilder in eine kleine Geschichte ein. Vielleicht hat es sich damals so oder so ähnlich abgespielt. Nehmen wir mal an, Herr Schmidtchen aus dem Westen durfte in die DDR nach allen Formalitäten einreisen. Er kommt in Mesendorf an und fährt mit der Schmalspurbahn Pollo weiter nach Lindenberg. Nun die Frage, was will Herr Schmidtchen in der DDR? Nun ja, er möchte einen Verwandten besuchen und in seinem Köfferchen transportiert er kleine Westgeschenke. Allerdings kontrolliert in Mesendorf am Bahnhof die Transportpolizei. Was haben Sie denn da in Ihrem Koffer drin? Ich komme aus dem Westen. Aus dem Westen? Ja, dann wollen wir gleich mal kontrollieren. Was haben Sie denn da in Ihrem Koffer drin? Tor zur Welt, da bin ich geboren. Tor zur Welt, interessiert mich gerade gar nicht. Da fließt auch die Elbe durch. Die Elbe fließt bei uns auch. Ich hab nur was ist denn das für ein Schandblatt? Was ist denn das für ein Schandblatt? Meine Filmkamera. Es gibt's doch nicht, die Westzeitung. Ja, so würden wir das ja. Ja, Kopfkaffee. Was ist das hier, Zigaretten? Schmuggeln Sie etwa? Nö, das ist nur für meinen Onkel, der hier wohnt. Aha. Ja, genau. Okay, das ist die Badehose. Das ist ja harmlos, ne? Naja, kann man so durchgehen lassen. Aber du, der Kappe, wird gleich das für ein interessantes Teil, tolle Technik. Können Sie sich aufreißen? Schon ganz schön Altersbild, oder? Ja, ein Jahr. Aha, Schmidtchen, Stirnnabe rechts. Okay. Alles klar. Er ist zu erkennen. Ich will's mal gelten lassen. Personalausweis. Bundesrepublik Deutschland. Will er nicht DDR-Bürger werden? Ich mein, zu Hause ist ja am besten, ne? Bei uns geht's ihm auch gut. Ich kann weiterreisen, ne? Das weiß ich nicht. Muss der Chef entscheiden. Ich kann das so gar nicht so. Katja Epstein, Konzert in Friedrichstadt, das Palast Berlin mit. Aha. Mai 66, alles klar. Schmutz- und Schundliteratur. DDR-Bürger Kartoffelmax pflanzt jetzt im Garten seine Kartoffeln. Naja, wunderbar. Der Käfer, er läuft und läuft. Ich frage mich einfach, wo haben die im Westen ihre Kartoffeln gepflanzt? Auf dem Balkon? Ja, auch. Mag sein, ja. Ja, genau. Einige haben ihre Tomaten ja auch auf dem Balkon, ne? Die hatten auch sowas wie eine Datsche, aber nannte sich Kleingarten. Ach so. Ja. Wollen wir den Jakobskaffee mitnehmen oder wollen wir den wieder geben? Nee, gib dem Bürger das mal wieder. Das für meinen Onkel gedacht. Der lebt nämlich hier. Ist da nicht eine Bombe drin? Gefrier getrocknet, das ist schon. Kann man auch seine Schwiegermutter mit erschlagen. Ja, wenn man eine hätte. Die Kontrolle ist durch, Herr Schmidtchen kann aufatmen und der Zug wird für die Abfahrt fertig gemacht. Schmidtchen genießt die Bahnfahrt auf der Waggonbühne. Er braucht einfach mal frische Luft.
Bahnhof Brünkendorf ist erreicht. Hier wollte sich Schmidtchen etwas umsehen, sozusagen eine Pause machen. Fopos gibt's hier ja wohl hinter jedem Baum. Kontrolle, Kontrolle und nochmals Kontrolle. Mensch, was fahren die hier für schicke Autos? Ein Wartburg. Ein Aufenthalt an dieser kleinen Station kann sich schon lohnen. Ein Güterzug kommt nach Brünkendorf. Ach, was ist das für ein bildhübscher Zug. In Brünkendorf wird er Halt machen. Das hat übrigens die hübsche Bahnhofsvorsteherin gesagt. Schauen Sie sich das schmale Gleis an. Nur 750 mm Schienenbreite. Hier beladen die Bauern einen Waggon mit landwirtschaftlichen Produkten. Und weiter geht die Fahrt. Herr Schmidtchen wollte ja nach Lindenberg seinen Verwandten treffen. Lindenberg ist erreicht. Herr Schmidtchen ist am Ziel und sein Verwandter, also sein Onkel Max, muss hier irgendwo warten. Ja, da ist er ja, der Onkel Max. Jetzt ist Eile geboten. Herr Schmidtchen holt jetzt einige Packungen Zigaretten aus der Tasche und übergibt sie seinem Onkel. Die Fopos hatten ja nichts gemerkt. Ja, im Koffer war ja nur eine Schachtel. Der Fopo hat also gar nicht viel gemerkt. Aber die Taschen sind voll und der Onkel nimmt eine Zigarettenpackung nach der anderen. Und jetzt kommt die Krönung. Der Jakobskaffee, Jakobskrönung, sehr beliebt in der Deutschen Demokratischen Republik. Und eine Bildzeitung, damit der Osten informiert ist, was im Westen so läuft. Ja, man muss vorsichtig sein und sich umsehen. Guckt auch keiner, wird man nicht bemerkt. Hier noch eine Schachtel, schnell wegstecken. Hat alles gut geklappt, schnell weg hier. Der Zug wird umrangiert, die Lok muss ans andere Ende. Herr Schmidtchen macht mit der Schmalfilmkamera einige Aufnahmen von der Schmalspurbahn.
Die 4K-Lokomotive drückt den Zug zurück zum Bahnsteig. So, hier muss noch ein bisschen geschmiert werden, bevor es zurückgeht nach Mesendorf. Max holt sich beim Bahnbeamten die genaue Abfahrtzeit. Ich hab doch bezahlt, ihr müsst noch warten, bis ich fertig bin. Nee. Ja klar. Kommen Sie eigentlich hier mit dem Gespeckstück, das hängen wir vorne am Zug. Es ist noch Zeit, Schmalzbrote zu schmieren. Was ist hier gefährlich? Das ist normales Essen. Das ist deutsches Essen. Deutsches. Du sollst ihm mit der Gabel winken. Schmalzstullen, Harzer Käse und Spreewaldgurken. Das wirkt beruhigend auf den Polizeibeamten. Schmalzstullen. Und da immer noch etwas Zeit bleibt, sitzen die beiden im Kaffeegarten und trinken ihren Muckefuck. Ach, und dann wird der Max im Zug noch mit einer Pulle Bier erwischt. Sofort gab's eine Verwarnung, schriftlich. Oh je, schon wieder die Bild-Zeitung. Das haben eben die Fokus gesehen. Das gibt Ärger. Und da machte es Klick, denn auch bei Max wurde eine Bild-Zeitung gefunden. Also raus aus dem Zug, ab in den Güterzug und in den Packwagen umsteigen. Tja, was soll man da nun machen? Gelassen bleiben und Schmalzstullen essen. Garniert mit den berühmten Spreewaldgurken. Wieder zurück in Mesendorf. Für Schmidtchen und Max ist nun Feierabend. Und ab ins Lokal und ein Bierchen genießen. Was will man mehr? Das war der Pollo. Vielen Dank fürs Zuschauen.